Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Uli vom Schrebenrander Projekt und in diesem Video habe ich ein anderes Thema mitgebracht. Warum Laufen, Joggen die ideale Sportart ist für dich, wenn du abnehmen möchtest. Beziehungsweise in Kombination mit anderen Themen, die wichtig sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und wir sehen uns gleich wieder. Schon 30 Minuten Bewegung durchlaufen. Bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm verbrauchst du schon 350 Kalorien. Du siehst schon, du kannst einen Kalorienmehrbedarf damit erzeugen, wenn du laufen gehst. Und stell dir jetzt mal vor, du ernährst dich noch gesund. Du isst auch noch die richtigen Lebensmittel, nimmst den richtigen Treibstoff zu dir, sozusagen. Dann tust du dir erstmal was Gutes und deiner Gesundheit, aber zum anderen hast du dich auch bewegt. Und das ist halt eine super gute Kombination, auch um abzunehmen. Und wenn man das jetzt auch nochmal verknüpft mit Krafttraining, das heißt nicht, du sollst jetzt Arnold Schwarzenegger werden, aber wenn du jetzt zum Beispiel zweimal in der Woche eine halbe Stunde Krafttraining machst, auch mit dem eigenen Körpergewicht, oder du gehst ins Fitnessstudio und bewegst dich dort, gehst an die Hanteln, du wirst in dieser Dreierkombination wunderbare Ergebnisse erzielen. Jetzt gehen wir mal auf den Baustein Laufen ein. Worauf kommt es denn da an? Du hast natürlich die langsamen Läufe, die auch etwas länger sind. Die sorgen erstmal dafür, dass du eine bessere Grundlagenausdauer bekommst. Was dann noch eine andere Möglichkeit ist, sind Tempoläufe, das heißt Intervalltraining, Steigerungsläufe, Fahrtspiele zu machen. Diese ganzen Geschichten, die sorgen dafür, dass du erstmal aus deiner Komfortzone ausbrichst und auch später den Nachbrenneffekt für dich nutzen kannst nach dem Training, dass du danach auch noch Kalorien verbrennst. Ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Außerdem ist es auch super geeignet, in Kombination mit den langsamen Läufen, dass du langfristig schneller wirst und auch deine Kondition verbesserst. Wenn du das jetzt alles mit dem Baustein gesunde Ernährung kombinierst, dann hast du da schon mal eine super, super Waffe, weil dann kriegt dein Körper erstmal das, was er braucht, die richtigen Lebensmittel und du hast dann schon mal eine gute Basis. Und jetzt kommt noch das Krafttraining ins Spiel. Denn umso mehr Muskeln du hast, umso mehr Kalorien braucht auch dein Körper, weil das ist für den Körper im Prinzip wie kleine Rucksäcke, die überall hängen, die Muskeln. Und das möchte er eigentlich nicht so gerne haben. Aber die brauchen halt auch Energie, mehr Energie. Das heißt, du verbrennst dadurch auch wieder mehr durch deine Körperstruktur, dass du halt mehr Muskeln hast. Und das war für mich immer ein super guter Vorteil, den ich immer für mich genutzt habe. Gerade wenn ich mich sehr intensiv auf bestimmte Wettkämpfe vorbereitet habe. Und deshalb kann ich es auch wirklich jedem empfehlen. Gerade wenn ihr euch mit dem Thema Abnehmen beschäftigt. Ich möchte gerne abnehmen. Ich möchte dafür gerne das Laufen nutzen. Wie funktioniert das Ganze? Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du mit dem Laufen anfangen willst, beziehungsweise wieder einsteigen willst und dann auch abnehmen möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Du findest dazu einen Link in der Videobeschreibung. Da findest du meinen Kalender, kannst du dir einen Termin aussuchen, dich eintragen und dann machen wir ein kostenloses Analysegespräch. Und dann zeige ich dir einfach mal, was wir machen, was für dich vielleicht Sinn macht oder ob das vielleicht gar nichts für dich ist, das Laufcoaching. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt erstmal was. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Uli. Ciao.